ab und sorgen wir dafür, dass er sich im Shaker gut amüsiert. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mafia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Euer Transec für euch am Mike. Heute geht's weiter, ja? Und zwar Fahren und Sprengstoff. Eieiei. Wirf die Sprengstoffladung, um Verfolger zu zerstören. Das können wir eigentlich nochmal eben machen. Ich hole mir mal eben. Ich kann mir, glaube ich, jetzt Sprengstoff kaufen. Oder habe ich das automatisch jetzt an Bord? C4. Ich schau mal. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Lass mal ausprobieren. Sprengstoff ist ja richtig cool. Das ist jetzt freigeschaltet seit der letzten Story-Mission. So, Sprengstoff. Molotow-Cocktail ist voll. C4-Ladung. Scheinbar habe ich die wohl schon. Annäherungsmine, da ist sie. Dann nehmen wir da mal ein paar von hier. Haben ja genug Geld. Voll. Sehr schön. Sorgsam damit um. Schau dir das an. So, da haben wir unsere Annäherungsmine. Und jetzt müssen wir den Vorarbeiter von Kavar noch befragen. Und dann sollten wir eigentlich langsam zum Ende dieser Mission kommen. Da haben sie schon wieder etliche neue Missionen aufgeploppt auf der Karte. Und wie immer, wenn euch das Gameplay gefällt, dann lasst doch bitte eine Bewertung da, würde mich sehr freuen. Ich hoffe, das ist nicht so weit hier. Aber es ist ja schönstes Wetter. Ja, ist nicht so weit, 200. Da sind wir gleich da. Ups. Immer eine Fehlzündung hier zwischendurch. Was ist das denn für eine komische Ecke hier? Ja, mal sehen, dass wir hier einigermaßen ohne Unfall klarkommen. Ja, wieder in so einem Hinterhof hier die Kavar-Leute. Befragen. Guck, ob ich hier irgendwo durch den Hintereingang reinkomme. Oh oh. Oh oh. Den kann ich bestimmt nachher auch noch zerstören. Jo, das muss ich alles platt machen nachher. Ah, da müssen wir wieder mal aufpassen, dass wir da einigermaßen. Oh, und ich habe auch nur eine Spritze, das ist doof. Das habe ich eben völlig verpennt. Ich bin in der Innenstadt und bräuchte Nachschub. Ich mache mich schon auf den Weg. Ich muss nochmal schnell zwei Spritzen kaufen, sonst bin ich gleich weg vom Fenster hier. So, schnell. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Jawohl. Ich brauche noch Spritzen. Zeit, was du auf Lager hast. Adrenalin, bitte. Einmal Adrenalin, bitte. Da, Nachschub. Zack. Adrenalin. Der Deal ist abgeschlossen. Du weißt, wie du mich findest. So. Nun kann das losgehen. Mal eben schauen, wenn wir hier reinkommen. Muss ich tatsächlich. Na, ich gehe mal von der anderen Seite. Wobei, wenn ich nachher fliehen muss, ist natürlich doof, wenn das Auto so weit weg steht. Aber ich gehe dann laufe einfach andersrum. So, dann wir mal schauen. Da sind sie. Hm. Müsste ich den hier irgendwie herlocken, dass die anderen das nicht gleich mitkriegen. Der ist mir, glaube ich, letztes Mal auch weggerannt, der Idiot. Der geht jetzt weg. Okay. So, wenn ich den jetzt hier in die Ecke ziehe, das könnte klappen. Ich
So, der hat mich gehört. Mal. Ich hab genug Ärger am Hals. Hallo. Hey, du! Etwas schneller! Er ist hier durch! Wir bezahlen ihn! Wir haben hier ein Problem! Nee, diesen Sack schaffen! Ach, Scheiße! Immer der gleiche Mist. Scheiße, das ist nicht. Sag dem Arschloch! Er bringt mich Arschloch! So, Informant ist schon wieder weg. Immer der gleiche Mist. Bist du also. Mann, wieso hast du denn nicht durchgeladen, du Idiot? Das ist ein Spacko, du. Ganze Adrenalinspritze schon wieder weg. So, gib mir wenigstens die Kohle. So. Muss ich den gleich wieder suchen? Egal. Hier muss ich aufpassen. Geht die Karre denn nicht kaputt? Ich muss auf den Tank zielen, aber ich habe auch keine Lust, mit in die Luft zu fliegen. So, komm her, ja. Ja, endlich. So, okay. Es ist, wie es ist. So, Lenny, Angst, nach Hause zu gehen. Hier ist noch was. So, ja, da ist er. Gut, haben wir jetzt ein bisschen Geld verdient. Auch nicht schlimm. Da steht das Auto. Da müssen wir da nochmal hin. Und sehen, dass wir den dieses Mal bekommen, den Idioten. Nächstes Mal knall ich den Idioten gleich ab. Aber das ist mir zu gefährlich. Und nachher die ganze Mission nochmal spielen, wenn die mich da abballern. Das muss nicht sein. Wow. Hab ja jetzt genug Geld verdient, da können wir uns gleich mal ein paar Adrenalinspritzen reinziehen. Links, genau. Jetzt kriege ich die Ratte gleich. So. Ach, da oben. Okay. Ich ziehe mir erstmal eben schnell. Auch noch Adrenalin. Ich bin in der Innenstadt und bräuchte Nachschub. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Ich kann mir eigentlich auch mal ein paar Jungs holen, ne? Genau, das machen wir so. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Okay, zeig, was du auf Lager hast. So, einkaufen wieder, Nachschub. Stück, die nehmen wir schon mal. Wir haben ja genug Geld. Linke Verbesserung, da ist noch nichts, ne? Da kann ich noch nichts. Nee. Da ist noch nichts. So, Munition holen wir uns noch mal. Munition voll. Ich glaube, das war's diesmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. So, los geht's. Gesundheit ziehe ich mir erstmal nochmal rein. Volle Gesundheit, besser ist das. Wie sich manche von diesen Jugendlichen heute anziehen. Naja, was soll's. Wenn sie ihre Haare zu den Füßen runterwachsen lassen wollen und rumrennen, wie Gott sie erschaffen hat, lassen doch. Die tun nichts. So, wo. Da ist er. Der ist unbeteiligt, der macht gar nichts hier. Ich könnte in Rente gehen. Was tue ich dann? Hühner züchten?
Bei meiner Arbeit in der Bar lerne ich jeden Tag neue und interessante Menschen kennen. Nur noch eine Woche. Außerdem, womit soll ich denn bis nächste Woche mein Geld verdienen? Jean sagt, wenn du lieber mit Rasenmähen reich werden willst, bitte. Aber wenn du nächste Woche mit Mr. So, ich hole mir jetzt mal Unterstützung. Versuchen wir das mal. Gefallen. Holen wir uns mal die Jungs hier. Überfallkommando. Hier in der Innenstadt muss ein Ziel weg. Geht das? Na klar, bin gleich da. Wegen den halbnackten Kerlen, die sich Schießereien liefern, gehe ich nicht mehr so oft raus. So, der kommt jetzt. Oh, vielleicht kriege ich den sogar schon so. Ich glaube, ich muss bald aus dieser Stadt verschwinden. Und was macht ihr jetzt? Ich gehe in Deckung. So, so nice. Läuft. Kavar Construction. Was ist damit? Mr. Kavar hat gerade eine Tonne Zeugs verschoben. Das Geld liegt einfach da und wartet darauf, dass es jemand holt. Anwerben. Danke, ich werbe dir mal an. Mir später. Nice. Das lief ja wie am Schnürchen hier. Sehr cool. Jungs, ihr seid die Besten, ihr seid cool drauf. Sehr geil. Und die bis zum nächsten Mal. Ware. Jo, vielen Dank, Jungs. Das war eine astreine Aktion von euch. So, gehen wir mal eben hoch da. Die nehmen wir auch hier die Tasche. Eieiei, richtig Kohle eingesammelt hier. So, die müssen wir noch kaputt machen hier. Aus der Innenstadt kommen Meldungen rein wegen eines bewaffneten schwarzen Einheiten im Einsatzgebiet. Bitte bestätigen. Schnell weg. Schnell weg. Ich fahr da lang. Fahr weg. Fahr durch. Oh, schnell weg. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigem verloren. Sehr schön. Und wir sind sogar auf dem richtigen Weg. Das hat doch mal sehr schön geklappt hier. Wir sind auch gleich da. Haben wir den schön mit dem Überfallkommando platt gemacht, da? Die hat sich schon hingeschmissen. Schon vor Angst in die Hose gemacht. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Einstellen, jawoll. Und Streifendienst wieder aufnehmen. So, was soll ich hier schon wieder? Verfolgung beenden. Suche abbrechen. Und Streifendienst wieder aufnehmen. Ja, das war doch mal erfolgreich. Meine Lieben, an dieser Stelle machen wir dann einen allseits beliebten Cut. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs freundliche Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.